So, schöne Grüße aus Sydney. Ich bin jetzt schon 2,5 Wochen hier. Ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Also in der ersten Woche war ich oder in den ersten 10 Tagen war ich erstmal krank gewesen. In der zweiten Woche habe ich mich schon mal 4 Tage um so Kurse gekümmert oder 3 Tage für Kurse gekümmert für meinen Job. Und dann habe ich auch schon 3 Tage in der Firma gearbeitet. Die suchen aber nur fürs Wochenende und zahlen halt auch nur mittelmäßig. Habe ich natürlich mitgenommen. Also ich kann da auf Dauer auch am Wochenende arbeiten, aber die machen halt immer nur am Wochenende was. Deswegen muss ich ja mal schauen. Und heute bin ich hier mit 2 Leuten unterwegs, mit einem Türken, er heißt Özgün, und einer Kanadierin, sie heißt Monika. Und wir gehen ein bisschen Sightseeing in der Stadt und gucken uns den Botanischen Garten an und so weiter und so fort. Und jetzt stehen wir hier gerade an der Wasserfront. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ja, da hinten sieht man das Opera-Haus. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch mal ein bisschen näher rangehen. Und hier sieht man zum Beispiel links noch mal ein bisschen die Skyline von Sydney. Und ich glaube, hier oben ist irgendwo der Botanische Garten oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da gehen wir gleich mal rein. So, jetzt sind wir im Botanischen Garten. Botanischer Garten in Sydney, und schauen uns das mal an. Aber soll wohl nicht so spektakulär sein, hat der eine gesagt. Der war schon mal hier. Ich zeig mal hier diesen einen Vogel. Die laufen hier überall rum. Kennt man ja aus Deutschland so auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. The cockatoo. And his name was Cockatoo Paul. Cockatoo Paul. Cockatoo Paul. Grapes. Yeah, a little bit bigger, but. Okay, yeah, you have to like. I wanna see that. What is that? I saw once a python and a bat fighting. Really? Yeah. So, jetzt sind wir hier im Botanischen Garten in so ein Haus reingegangen, und da gibt es fleischfressende Pflanzen, und die zeigen wir uns jetzt mal. Sieht eigentlich ganz cool aus. That's one of the plants. Interesting. So, also ich habe gerade noch mal mit einer gesprochen hier, die hat das alles erklärt, und zwar diese großen Pflanzen, die man jetzt sieht, die haben einen rutschigen Rand, und da rutschen dann diese Insekten rein, und unten ist eine Flüssigkeit, die zerlegt dann die Pflanze, und das Insekt kommt halt nicht wieder raus. Das ist eine der Arten. Dann haben wir hier unten eine andere Art. Hier sieht man das vielleicht. Da. Wenn man da, die schließen sich halt wirklich, das ist wie eine Fliege fliegt da rein, dann schließt sich das Ding und dann wird es gefressen. Und das hier ist die dritte Variante, das sieht einfach nur aus wie Gras, das sieht man wahrscheinlich mit der Kamera gar nicht, das ist viel zu nah dran. Da sind so ganz kleine Härchen dran, und wenn die kleinen Härchen ein Insekt berühren, dann sticken die, das ist ja wie so ein Wackelpudding mehr oder weniger, wie so ein Wackelpudding mit kleinen Stacheln und so, und dann bleibt das am Bein, und dann hängt das Insekt halt fest. So, jetzt sind wir in der Art Gallery in Sydney, und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Schöne Grüße an meine Mutter und Peter. Genießt es.
So, jetzt sind wir beim Opera House, da auf der anderen Seite nochmal. Ich zeige euch das nochmal, aber aus meiner Sicht. Gut, es ist sehr berühmt und ist auch wegen der Architektur, wegen den Segeln bekannt, aber es ist halt auch nur ein Opera House. So, jetzt werden wir mal weitergehen, nochmal den Rest von Sydney ein bisschen auschecken und jetzt geht's erstmal zum Darling Harbour. Das müsste die Harbour Bridge sein. Ja, es war gut, aber like it was student time. Da, da, da.